Dann macht es vielleicht Sinn, die anders zu verlegen. Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen zur nächsten Folge Satisfactory. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ihr seht hier den Smart Splitter schon in Funktion. Ja, der splittet mein Plastik und Gummi auf, sodass Gummi da lang geht, Plastik da lang geht. Funktioniert super. Kann man hier rangehen und dann sagen E und dann kann man konfigurieren, was links rauskommt, was rechts rauskommt, was in der Mitte rauskommt. Super Ding. Ich hatte eigentlich auch ein Video gemacht, wo ich das zeigen wollte. In dem Video ist mir aber mein Rechner abgestürzt und das Video war dann leider unbrauchbar, deswegen gibt es das leider nicht. Aber dann zeige ich euch jetzt natürlich noch, wie das fertig aussieht. Genau, dann habe ich dieser Tierstand, der ursprüngliche Container, wo alles reinlief. Da habe ich dann auch MK3-Förderbänder gebaut, dass es schnell hier rauskommt, schnell hier verteilt wird. Und jetzt ist halt hier einmal drin und hier einmal drin. Ja. Und wird befüllt. So, und dann seht ihr rechts oben schon den nächsten Milestone. Industrial Manufacturing. Halt, da lang muss ich. Super. Den habe ich schon soweit vorbereitet. Ja, ready for launch. Das machen wir jetzt gleich mal. Boom. Meistern unlocked. Milestone reached. The manufacturer increases production complexity. A critical look at production line logistics and efficiency is recommended during integration. The truck allows for increased efficiency in transportation, automated or otherwise. Also, den Truck können wir machen. Wir können den Manufacturer machen, der drei oder vier Sachen zu einer zusammenfügt. Das brauchen wir für irgendwas. Irgendwas gab es, wo wir drei oder vier Sachen zusammenfügen mussten. Hier, Heavy Modular Frames. Ja. Plastik und Fuel haben wir aktuell nicht. Circuit Boards nicht. Supercomputer brauchen wir das dann auch. High Speed Connector und der Computer. Ja. So, jetzt weiß ich nur nicht so ganz genau, was wir jetzt wirklich bauen müssen. Warte mal, ich muss mal kurz hier nochmal gucken. So, den haben wir. Hier haben wir noch den Fallschirm, den wir mit dem... Das war auch eine Sache. Ich habe Fabric gemacht und den Parachute, sozusagen das Fabric nochmal erforscht hier drin extra. Ja. Hier wird gerade noch Mycelia erforscht. Ich habe rausgefunden, wo ich das herkriege. Kann ich euch mal zeigen bei Gelegenheit. Und dann können wir den Fallschirm lernen. Okay, ob das jetzt so super viel bringt, weiß ich nicht. Ist aber eine relativ günstige Sache. Und dann haben wir Tier 6. Auf jeden Fall mit der Extended Power Infrastructure. Da können wir einen Fuel Generator machen. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall Computer und Heavy Modular Frames. Das heißt, ich denke fast, dass die Heavy Modular Frames das nächste sind, was ich mache. Warte mal, ich guck mal nochmal kurz. Ich glaube nämlich, für das andere brauche ich auch Heavy Modular Frames und Computer. Also, Heavy Modular Frames und Computer sind das, was ich jetzt machen muss. Dann gucken wir mal kurz, was wir da brauchen. Computer brauchen wir die Circuit Boards und Plastik. Also erstmal Circuit Boards. Und für Heavy Modular Frames ist es einfacher. Das und das. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir, wo wir das hier oben hin basteln. Für den Computer brauche ich Plastik. Das heißt, den werde ich dann eher hier drüben machen. Und dann mache ich die Heavy Modular Frames irgendwo hier hin. Ja, da muss ich also so einen Manufacturer bauen. Dafür brauche ich drei Computer und zweimal Heavy Modular Frames. Also, da wollte ich gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ah, lass mich mal durch hier. Und ich kann anscheinend einen neuen Truck machen. Warte mal, ist das hier? Ja, ich kann einen Truck machen. Und das machen wir auch mal bei Gelegenheit. Aber erstmal, ich gucke mal sonst noch durch. Ist irgendwo was Neues? Organization? Nein. Vehicles? Nein. Okay, also machen wir das erstmal. Also ich brauche Heavy Modular Frames. Doink.
Und ich brauche Computer. So. Zwei brauchen wir davon, glaube ich. Und Computer. Kann ich welche machen? Nö, weil ich brauche die Circuit Boards. Habe ich die hier drin oder habe ich die hier drin? Hier drin habe ich die. 7 Stück habe ich. Gucken wir mal. Aber ein Computer reicht nicht. Plastik. Plastik können wir uns holen. Das ist nicht das Problem. Was brauchen wir denn für die Circuit Boards? Plastik. Ha! Ah, ja. Und Kupferkabel. Also nehmen wir mal am besten 2 Stacks Plastik mit. Das ist hier. 1, 2. Wunderbar. Und Kupferkabel nehmen wir. Holen wir uns. Die haben wir hier drüben. Da haben wir in unsere eigene Produktion extra gebaut. Nur für uns so zum Bedienen. Weil wir einfach immer eine Menge da brauchen. So. Computer. Ich habe nicht genügend Schrauben. Schrauben. Wow, Wackel. Wartet. Hier geht ihr lang und dann geht ihr da lang. Und hier drüben gibt es auch nochmal Schrauben. Aber da ist nichts drin. Das heißt. Das heißt, wie viele Schrauben brauche ich davon? Ah, kann ich hier nicht sehen. Wahrscheinlich eine Menge. Oder? Nein. So, also mal kurz. Ich mache einfach das Ding hier mal raus. Dann sammeln sich hier mal die Schrauben drin. Gehe mal gucken, ob das schon reicht für einmal. Und wenn nicht, kann ich dann da sozusagen mir Schrauben holen. Und darf nur nicht vergessen. Nee. 4 Stück brauche ich noch. Dass ich das wieder anbaue. So, Circuit Boards. Da brauchen wir insgesamt 10. Und ich habe aktuell 7. Also 1, 2, 3. So. Habe ich jetzt. Nein, warte mal, wie viele Computer brauche ich denn dafür? 3 Computer brauche ich, nicht 2. Aber auch noch mehr Circuit Boards. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. So. 15 und 5, das reicht, das reicht. Da braucht man eine Menge. Schrauben braucht man eine Menge. Mal gucken. Boink. Ja. Wie viel haben wir denn schon drin? 42. Warten wir mal noch kurz. 1, 2, 3, 4, 5 kommen da immer raus. Also zumindest, dass wir 60 haben. 120. Dann bei 120 können wir 2 machen. Gar nicht so einfach. Brauche ich 2 Modular Frames, die muss ich auch noch machen. So, jetzt kann ich schon mal 2 machen. Habe ich noch keine? Also die Reinforced Modular, Heavy Modular Frames. Da brauche ich Schrauben. Auch eine Menge Schrauben. Und das Zeug. Okay. So, wir können erstmal hier 2 machen. Dann brauchen wir die Steel Pipes. Brauchen wir 15 Stück. Die suchen wir uns mal kurz. Das ist hier drüben irgendwo. Irgendwo hier. Genau. '28, '29, '30. Wunderbar. Warten wir, bis die da noch reinlaufen. Dann haben wir wieder 60.
Wobei. So. 62 sogar. Dann können wir, glaube ich, jetzt den dritten Computer machen. Richtig. So, dann habe ich schon mal drei Computer und dann brauche ich hiervon noch 180 Schrauben. So, das heißt, das wird einen Moment dauern, bis ich die hier zusammen habe. Oder ich glaube hiervon, von dem anderen Förderband noch welche. Der Dümp. Aber 180 dauert ein bisschen. Und dann wird auch mal meine Reinforced Iron Produktion eine Weile stillstehen, weil ich einfach hier die Schrauben klaue. So, jetzt haben wir hier gleich 80 zusammen. 82, dann flitzen wir jetzt mal rüber. Gucken mal, was hier drin ist. 66, 148, das reicht noch nicht. Dann klauen wir noch ein paar. So, 170 reicht immer noch nicht. Ich nehme da nochmal welche raus und dann muss ich hier wieder das Förderband anschließen. Das darf ich nicht vergessen. So, ja. Daran. Ganz wichtig, ja. So, muss ich mir auch noch irgendwo mal nochmal ein Schraubenproduktionsding bauen? Hm, vielleicht. So, die Grundsachen, nein, die nicht. Den da, zweimal. Einmal, zweimal. Wunderbar. So, oh, wird auch gerade morgen. Das ist ja schön, dann können wir hier nämlich... Hier nehme ich jetzt anfangen, unsere Manufacture zu machen. Uiuiui, das Ding ist ja riesig. So rum. Floor is too steep, ist natürlich unsinnig. So, dann machen wir mal... Ich will genug Platz haben, dass ich die alle vier Förderbänder da hinkriege. Ja, deswegen mache ich hier mal ein bisschen Platz, weil ich brauche ja einiges an Förderbändern. Wie viel Strom braucht das Ding denn? Die wollte ich machen. Heavy Modular Frames. 55. Nicht schlecht. Das ist eine ganze Menge. Kann ich da irgendwo noch ran? Du bist voll. Du bist voll. Du bist nicht voll. So. Jump. Ja, aber wir haben ja letztens unseren Strom optimiert. Also da haben wir genug, das ist nicht das Problem. So, Modular Frames, Steel Pipes, Encased Industrial Beams und Screws. So. Da sind die Schrauben. Die brauchen wir. Und dann habe ich die Frames... Und die anderen Sachen muss ich erst noch herziehen. Die habe ich noch gar nicht hier. Ha, na toll. So. Gut. Allgemein müsste ich, glaube ich, erst das Förderband weiterbauen. Oder ziehe ich mir das einfach so runter, wie ich es brauche? Weil ich hier, ehrlich gesagt... Ja. Wir machen einfach mal... So, halt falsch. So, ich mache mal so. Und drehe das mal rum. Ja, so, und dann gehen wir von dem nach da. Und gehen von dem nach da. Und nach... Ja, kurz. Gerade. So. Und da rein. So, haben wir Nummer 1. Screws. Schrauben. Wir sind total verschraubt. So. Die Modular Frames, die sind unten, das ist ganz praktisch. Dann können wir die einfach hier runterziehen.
beziehungsweise sogar so ziehen. Das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Dann muss ich mit dem... Nee. Das ist eine schlechte Idee. Ja, so. So. Tante Ford. Was fehlt mir denn? Ach, Eisenplatten. Uhu. Plumps. So, Eisen ist... Warte mal kurz, ist hier. 1, 2, 3. Davon haben wir wenigstens genügend, ja. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr praktisch. Warte mal, ich habe nur hier hinten was zum Hochgehen gebaut. Ich hänge jetzt. Hier, komm. Hänge am Stromkabelmast, also Strommast fest. So, baue mal erstmal den, dann kann ich den nämlich hier so machen. Ja. Na. So. Und dann können wir den hier so machen. Und den da reinlegen. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt die Modular Frames Nummer 2. Und dann brauchen wir... einmal die Teile und die Encased Industrial Beams habe ich, glaube ich, noch gar nicht runtergelegt, oder? Die sind bis jetzt nur oben. So. Die kommen direkt von oben runter. Das heißt, hier muss ich irgendwo einen Splitter reinbasteln. Den hier reinsetzen, einfach so nehmen. So. Das funktioniert nur. Naja, doch, es funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Ach, jetzt soll es. Wird schon funktionieren. So, dann gucken wir mal. Ich muss da hoch. Der Dümp. So. Wo bist du ja hier? Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Nee, geht gut. So. Mal kurz. So. Da hoch. Nein, jetzt stehe ich drin. Mist. Da stand ich drin. So. So. Muss ich mal von oben weiter gucken. Dann macht es vielleicht Sinn, die anders zu verlegen. Sogar. Warte mal kurz. Wenn ich den jetzt von da hole, dann macht es vermutlich Sinn. So. Genau. Und dann ist jetzt natürlich die Frage mit dem anderen, was ich noch von oben holen muss. Uiuiui, sind schon wieder 20 Minuten um.
Das muss ich von oben holen. Wird einen Moment dauern. Wisst ihr was? Ich mache das kurz im Off und hole euch dazu, wenn das soweit ist. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe hier nochmal ein bisschen umgebaut und habe hier den, die Steel, Encased Steel Teile. Wie heißen die? Encased Industrial Beams. Ja, parallel zu den Pipes gelegt und muss jetzt die Teile quasi noch einmal hier vernünftig in die Ecke führen und da reinpacken. Bisschen weit, aber okay, egal. Und den können wir direkt hier reinpacken, nicht reinstellen. So, und dann läuft da jetzt alles rein und dann fängt der an und da läuft er auch schon und produziert meine Heavy Modular Frames. Boah, das ist hier viel. Ah, nein, so weit. Ah, ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte mal gucken, wie es hier mit Strom aussieht, nämlich. Ja, ist okay. Können wir mitleben. So, gut, dann werden wir hier einen normalen Storage hinbauen. Einfach so. Hm, gucken wir mal. Das ist ein ganz schönes Monster. Das ist wirklich ein ganz schönes Monster. So, ich weiß gar nicht, ob man hier noch ein zweites daneben bauen kann. Und du brauchst halt auch wirklich Platz. Also okay, ich hätte es vielleicht hier hinstellen können, also ein bisschen näher ran. Aber du brauchst schon auch echt Platz dafür. Wen haben wir denn schon? Jetzt haben wir zwei gerade mal hergestellt. Du brauchst echt Platz auch dafür. Warte mal, der kann 100 speichern. Naja, du brauchst doch echt Platz dafür. Das ist schon heftig. Quatsch, so. Kann ich den Storage-Container draufstellen? Ja. So, wir stellen ihn hier neben. Und machen hier einen Vault, der geht hier rum. Weil ich natürlich mich wieder von der Shape nicht sauber gemacht. So. Irgendwie so rein, genau. So, dann machen wir die zwei mal da rein. Und ich habe noch ein bisschen Zeug, was ich glaube ich nicht wirklich. Doch, ein bisschen kann ich das hier reinpacken. Schrauben. Die Schrauben behalte ich mal lieber. Ach, ich behalte das Zeug einfach. Den Rest wird schon irgendwie sinnvoll benutzt werden können. So. Ich würde mal gleich nochmal hochgehen. Ich mache noch ein Foto. Habe ich vergessen. Das ist ja aber echt ein riesen Vieh. Ja? Dauert extrem lange. Dauert 30 Sekunden, ein einziges Teil zu produzieren. Und da drüben muss ich sowas dann nochmal machen. Halt, wo ist es? Production. Noch ein Manufacturer. Für die Computer. Ja. Puh, das wird schon ganz schön heftig. So. Läuft der schon? Nee, wir warten immer noch auf die Schrauben. Also der wird nicht so viel produzieren. Ja. Wenn ich da nachher 50 von den Heavy Modular Frames brauche, das dauert dann ganz schön lange. So, jetzt brutzelt er schon. Kann ich eigentlich irgendwie hochgehen? Sonst kann man doch immer auf die hoch. Aber ich sehe hier keine Leiter. Aber krass, ich kann hier reingucken. Cool. Ich spring. So, Foto gemacht. Komm. Ja. Dauert eine Weile, Foto gemacht. Ja, also kann man reingucken und sich mal die Produktion angucken. So, da kommt er raus. Hier mache ich auch noch ein Foto. Ja. Meine Heavy Modular Frames. So, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.